So, willkommen zurück zum heutigen Video. Heute mit einem wichtigen Thema und zwar mit der Verdauung. Wir gehen jetzt ein paar gemeinsame Punkte durch. Erstens, was bedeutet Verdauung? Zweitens, wieso habe ich sie ruiniert? Bin ich überhaupt betroffen? Wie kann ich sie aufbauen? Und noch ein paar kleine Tipps. Wir fangen gleich an. Viel Spaß, los geht's. Wenn euch das Video gefällt, bitte gerne einen Daumen oben da lassen. Und wenn ihr Fragen habt zu dem Thema, gerne unten in die Kommentarbox. Kurzes Intro und dann legen wir los. Viel Spaß. Ach komm, eigentlich weißt du, dass Pizza und Süßigkeiten dich nicht geiler machen. Die Frage ist also nicht was, sondern wie. Wie komme ich also ins Ziel? Wenn ich gesund essen soll, hart trainieren soll, mich nur um die Kinder, die Familie kümmern soll und auch noch Vollzeit arbeiten gehen muss. Als einer der besten Bodybuilder auf der Welt kann ich dir ziemlich gut dabei helfen. Und es endlich abnehmen, schnell Muskeln aufbauen oder dich einfach mal gerne im Spiegel angucken? Dann hör auf, weiter Zeit zu verschwenden und bewirb dich hier. Die Findenmaschine ist für dich. Jetzt Attacke. Bis gleich. Okay, wichtigste Frage zuerst. Was genau bedeutet eigentlich Verdauung? Die meisten Leute denken, es ist, was ich oben reinstopfe und was unten wieder rauskommt. Dazwischen gibt es aber noch ein paar Dinge, die den Unterschied machen. Okay, was bedeutet denn genau Verdauung? Was wir oben reinstopfen und wie es unten wieder rauskommt? Denken die meisten, ist nicht so ganz richtig. Da passieren noch einige Zwischenschritte und um die geht's. Das sind nämlich genau die Punkte, über die wir heute sprechen. Im Prinzip geht es um Säure- und Basenhaushalt. Da wird es ein bisschen kompliziert. Es geht um Enzyme, es geht um Bakterien, es geht um die Stuhlkonsistenz, es geht um die Häufigkeit und im Prinzip geht es um die Aufnahme der Nahrung, die Verarbeitung und die Entsorgung. Also diese ganzen Schritte dazwischen. Keine Sorge, wir werden das ein bisschen aufdröseln. Es ist eigentlich nicht so kompliziert, wie es sich anhört. Dennoch sind das so die Grundpunkte, auf die wir uns heute konzentrieren. Also zuerst mal zum Säure-Basen-Haushalt. In unserem Magen gibt es ja Magensäure, die kennt ihr, damit wird unser Essen verdaut. Und wenn diese Säure nicht sauer genug ist, dann kann es sein, dass gewisse Nahrungsbestandteile einfach nicht gut verdaut werden und anfangen zu faulen. Das erkennen wir dann an Blähungen, und zwar an denen, die richtig ekelhaft stinken. Wenn das einmal passiert ist, haben wir ein sogenanntes Fäulnisumfeld. Und das ist dann schon etwas dringender. Also wenn du über längere Zeit sehr viele stinkende Blähungen hast und stinkenden Stuhlgang, dann bist du wahrscheinlich betroffen und solltest dir etwas Gedanken machen. Wenn unser Körper nicht den richtigen Säuren-Basen-Haushalt hat, kann er gewisse Enzyme, die unser Körper zur Verfügung hat, um Proteine, Kohlenhydrate und Fette zu verdauen, nicht richtig einsetzen. Die funktionieren quasi in einem falschen Säuren-Basen-Haushalt nicht. Ergo kann das Essen, was wir uns zuführen, speziell die hohen Mengen an Protein, die Kohlenhydrate und Fette einfach nicht richtig verarbeiten. Dann dümpelt das Ganze so ein bisschen rum, es verlangsamt sich, man bekommt Verstopfung, vielleicht sogar Durchfall. Es kommt zu diesen übelriechenden Blähungen. Als nächsten Step haben wir die Darmbakterien und um die geht es eigentlich heute hauptsächlich. Das sind die Bakterien, die verschiedene Nahrungsbestandteile spalten und dann quasi über unseren Darm in unser Blut abgeben. Wenn Säuren-Basen-Haushalt nicht stimmt, die Enzyme nicht stimmen, werden die Bakterien den ganzen Trubel nicht alleine abfangen können. Das heißt, da gibt es dann schon so eine Überbelastung und unser Magen-Darm funktioniert nicht richtig. Dahingehend wird die Konsistenz des Stuhls auch etwas anders, entweder gibt es Leute, die massiv Verstopfung haben, tagelang nicht aufs Klo können, häufig Durchfälle haben, übelriechende Blähungen. Das geht alles mit einher. Also alles, was nicht regelmäßig in guter Konsistenz und in extremen Gerüchen endet, birgt ein kleines Problem. Dem sollte man sich etwas widmen, beziehungsweise etwas Aufmerksamkeit schenken. Und wie gerade schon erwähnt, natürlich die Häufigkeit. Wenn ich jetzt nur zweimal in der Woche aufs Klo gehen kann, um da halt mich zu entleeren, dann ist es vielleicht nicht so klug. Vor allem, wir sprechen hier jetzt als Bodybuilder, als Trainierende, da haben wir doch schon etwas mehr Durchlauf an Lebensmitteln oder sollten es zumindest haben. Und wenn Nahrungsmittel über mehrere Tage im Körper sind und nicht richtig aufgenommen werden, gespalten werden, dann ist es einfach nicht gut, weil uns Nährstoffe fehlen und da geht es dann in die richtig blöde Richtung. Wir sprechen über Haut, Haare, Fingernägel, Gesundheiten, chronische Krankheiten. Wenn wir keine Nährstoffe haben, die unser Körper aufnehmen kann, haben wir auch keine, um die Dinge zu bedienen, die wir gerne tun würden, wie zum Beispiel Muskeln regenerieren oder eine schöne Haut haben, Haarwachstum, die ganzen Geschichten. Wir gehen jetzt mal einen Schritt nach dem anderen durch. Beginnen wir mal mit dem Säuren-Basen-Haushalt. Unser Körper reguliert diesen meistens sehr, sehr gut. Und das geht mit
gesunde Ernährung, Stress, gutem wachen Schlafrhythmus einher. Das heißt, bei Schichtarbeit, bei Fastfood, verarbeiteten Lebensmitteln, Medikamenten, Antibiotika, Schmerzmittel, können wir den Säurebasenhaushalt in unserem Magen-Darm verändern. Wenn das passiert, ist es grundlegend erstmal nicht so schlimm, wenn denn nicht die weiteren Schritte folgen. Und zwar, wenn wir das über längere Zeit machen, also eine längere Einnahme von Antibiotika, von Medikamenten etc., führt meistens dazu, dass die Enzyme, die wir brauchen, um Proteine, Kohlenhydrate und Fette zu verarbeiten, nicht korrekt funktionieren. Das bedeutet, die Darmbakterien oder die Vielfalt unserer Darmbakterien wird grundlegend zerstört, über längere Sicht. In der Regel haben Menschen Verhaltensmuster, das heißt, sie essen regelmäßig Pizza, regelmäßig gesund, regelmäßig ketogen, regelmäßig dies und so weiter. Das heißt, wenn jemand regelmäßig Fastfood isst, ist die Wahrscheinlichkeit sehr hoch, dass im Magen-Darm etwas nicht stimmt oder mit der Zeit etwas nicht stimmen wird. Selbiges gilt bei Medikamenten. Patienten, die chronische Krankheiten haben, Antibiotika nehmen, andere Medikamente nehmen, laufen Gefahr, über eine längere Zeit sich die Darmflora oder die Verdauung kaputt zu machen wegen dem Säurebasenhaushalt. Wie können wir den Säurebasenhaushalt regeln? Da gibt es ein paar gute Tipps, und zwar Milchsäure, zum Beispiel durch Käse, fermentierte Sachen wie Sauerkraut. Ich weiß, die meisten mögen kein Sauerkraut, ist aber tatsächlich sehr, sehr gut. Wir haben noch ganz viele andere Dinge. Es gibt Supplements, die man benutzen kann, dazu aber später. Die Enzyme, von denen ich gesprochen habe, die sind hauptsächlich dafür da, um unsere sogenannten Makronährstoffe zu verarbeiten. Wenn diese alle funktionieren, hat man in der Regel, sagen wir mal zu 90%, keine Probleme, so die großen Bestandteile der Nahrung zu spalten. Jetzt kommen wir zum wichtigsten Punkt meiner Meinung nach, und das sind die Darmbakterien. Da haben wir mehrere Billiarden in unserem Körper, bis zu 5000 verschiedene, schätzt man zum jetzigen Zeitpunkt. Also eine sehr große Vielfalt an verschiedenen Bakterien. Und jedes Bakterium hat, wenn man so will, seine eigene Aufgabe. Wir haben quasi ein Bakterium, was dafür sorgt, dass wir ein bestimmtes Vitamin aus einem bestimmten Nahrungsmittel in unser Blut bekommen. Wenn wir jetzt gewisse Bakterienstämme oder Bakterienkollektive zerstören, kann es sein, dass wir gewisse Nährstoffe nicht spalten und somit auch nicht aufnehmen können. Das sorgt dann natürlich dafür, dass wir in unserem Körper beispielsweise zu wenig Vitamin X haben. Und wir merken das eine ganz lange Zeit nicht. Denn in der Regel gehen wir sehr wenig zum Arzt und lassen regelmäßig unser Blut messen. Das heißt, in der Regel wirst du nicht herausfinden, wo du einen Mangel hast. Und irgendwann merkst du dann, ich habe Haarausfall, meine Fingernägel wachsen nicht mehr, ich habe Akne, ich bin depressiv, was übrigens ein Riesenpunkt ist, Thema Magen-Darm. Depression, kommen wir aber noch dazu. Meistens schleichen sich die Sachen ein und die Menschen sorgen sich einfach nicht großartig dafür. Sobald diese Darmbakterien einmal zerstört sind, also quasi Säurebasenhaushalt, Enzyme, Bakterien, da muss man dann schon anfangen, intensiv dran zu arbeiten. Und hier in diesem Video werde ich dir später noch so eine kleine Schritt-für-Schritt-Anleitung geben, wie das funktioniert. Letzteres ist jetzt Konsistenz und die Häufigkeit. Natürlich sollte der Stuhl wohlgeformt, schön aus dem Darm gleiten, ohne dass wir viel pressen müssen. Es sollten keine Durchfälle sein, es sollte nicht zu hart sein. Also es sollte eine gut gleitende Kackwurst sein, um das mal auf gut Deutsch zu sagen. Wenn das der Fall ist, alles top, es stinkt nicht, du kannst regelmäßig aufs Klo, tipptopp, cool. Das Video für dich ist umsonst, wenn du es dir gerne anschauen willst, sehr gerne, aber die Infos, die jetzt folgen, sind für dich dann nicht relevant. Aber für folgende Person ist das relevant. Du hast Blähungen, Durchfälle, du bist ständig voll irgendwie, du hast depressive Phasen oder immer häufiger depressive Phasen, du hast das Gefühl, du bist häufiger krank, dann sind das Anzeichen dafür, dass tatsächlich was im Magen-Darm nicht stimmt. Wieso ist es überhaupt wichtig, dass wir über dieses Thema sprechen? Im Prinzip ist es ja einfach nur, wie wir unsere Nahrung wieder nach draußen bringen. Aber die Wahrheit ist, dass unser Magen-Darm unser zweites Gehirn darstellt. Das heißt, ich würde sagen, dass der Magen-Darm mit eins der wichtigsten Körperteile oder Organe ist,
auf die wir achten müssen. Genauso wie unser Gehirn, genauso wie unser Herz, unsere Nieren, unsere Leber. Wobei der Darm tatsächlich noch mehr kann als die anderen Organe. Unser Darm ist in der Lage, mit unserem Gehirn zu kommunizieren. Das ist diese sogenannte Darm-Hirn-Achse. Daher auch der kleine Seitenschwenker zur Depression. Unser Magen-Darm ist tatsächlich auch für die Serotoninbildung oder hauptsächlich dafür zuständig, sogenannte Glückshormon. Wenn das natürlich nicht richtig produziert wird, dann sind wir nicht häufig glücklich, sondern eher unglücklich, was zu depressiven Phasen führt. Also jeden, den ihr kennt, der Depressionen hat oder depressive Verstimmungen, einmal bitte ans Herz legen, Magen-Darm zu checken und dementsprechend die Sachen einzuleiten, die jetzt gleich folgen. So, kommen wir mal, wieso wir uns darum kümmern sollten. Wieso ist das tatsächlich wichtig? Und zwar geht es hauptsächlich um Nahrungsaufnahme. Es geht darum, die Nahrung, die wir aufgenommen haben, zu spalten, verwertbar zu machen und in unser Blut und damit in die Zellen zu bekommen. Sprich, das, was wir oben reinstopfen, sollte auch irgendwo ankommen, um zu funktionieren. Ganz simples Beispiel, wir essen 200 Gramm Hähnchen. Was wollen wir? Natürlich das Protein, um natürlich Muskulatur zu bauen und das Gewebe zu regenerieren. Wenn wir jetzt aber keine gute Verdauung haben und unser Magen-Darm nicht funktioniert, dann werden wir das Protein nicht korrekt spalten oder vor allem nicht die ganze Menge spalten. Davon wird nicht viel im Blut ankommen, das heißt auch nicht in unseren Muskeln. Das heißt, wir werden weniger Muskeln aufbauen. Kleiner Seitenhieb dazu, da kommen wir zum Thema Genetik, wo Menschen sagen, ja, aber der muss ja viel weniger essen und baut viel mehr Muskeln auf. Der hat eine gute Genetik. Nein, der hat vermutlich einfach nur einen funktionierenden Magen-Darm. Deswegen bin ich kein Fan davon, ganz viele Argumente einfach unter Genetik zu verbuchen, weil es ist tatsächlich meistens mehr als Genetik. Weiter geht's. Wir brauchen das unter anderem für Vitamine, für Mineralstoffe, für die ganzen Dinge, die wichtig sind für Haut, Haare, Fingernägel, Akne, der ganze Kram, Haarausfall. Da kommt das alles mit ins Spiel. Also wir sprechen hier über verschiedene Ebenen, wieso Magen-Darm tatsächlich so wichtig ist. Damit einhergehend natürlich auch die Regeneration und unser Immunsystem. Wenn ich jetzt entscheide, hey, ich esse jetzt 1 Kilo Fleisch am Tag und davon kommen effektiv nur 200 Gramm an, dann werde ich mich irgendwann in einem Jahr lang wundern, wieso ich keine Muskeln aufgebaut habe, weil mit tatsächlich 200 Gramm Fleisch, also 40 Gramm Protein, ist da halt nicht so viel drin. Das ist eine Sache, dein Immunsystem, wenn wir nicht die nötigen Vitamine haben, die Mineralstoffe, die Energie, Dinge zu tun, dann werden wir Einbußen haben und häufiger krank sein. Manche Leute, die sind einfach 5, 6, 7 Mal im Jahr krank, haben Grippe, sind erkältet und für die ist das halt einfach normal, weil sie das aus den vergangenen Jahren nicht mehr kennen oder nicht anders kennen. Und da ist der große Fehler. Ich habe so viele Bekannte, die regelmäßig Durchfall haben, verstopft sind, Blähungen haben, Unverträglichkeiten entwickeln, wie zum Beispiel, das und das kann ich jetzt auch nicht mehr essen, ich habe eine Allergie da und da hingegen bekommen. Und das sind alles Dinge, die vom Magen-Darm kommen tatsächlich. Das heißt, da sollten wir wirklich hohe Priorität einräumen, dass wir das auf die Kette kriegen. Im Prinzip ist es auch gar nicht so schwer. Man muss nur auf ein paar kleine Dinge achten, dann wird man da mit Sicherheit Herr der Lage. Ja, jetzt kommen wir zur traurigen Wahrheit. Wir müssen drüber sprechen, wieso guckst du dir das Video an? Wieso habe ich meine Darmflora oder meine Verdauung zerstört und wie? Im Prinzip ganz simple Punkte. Und zwar, wir fangen mal mit verarbeiteten Lebensmitteln an. Das ist ein Grund. Wir haben da einen Haufen Zucker drin teilweise, wir haben Konservierungsstoffe drin. Und ja, Konservierungsstoffe konservieren Nahrung, machen sie also haltbar. Wenn wir jetzt Unmengen Konservierungsstoffe in uns reindrücken, dann sind diese halt auch haltbar und werden haltbarer und schwerer verdaulich. Und mit dem Zucker tun wir uns damit keinen Gefallen. Medikamente habe ich schon genannt, Antibiotika, antibiotisch, also antibakteriell, zerstört gute sowohl als auch schlechte Bakterien. Im Darm auch. Also wenn wir jetzt zum Beispiel eine Lungenentzündung haben und bekommen ein Antibiotikum, zerstört es hoffentlich die Bakterien, die für die Lungenentzündung sorgen und aber auch die Bakterien im Darm, die dafür sorgen, dass wir gesund bleiben. Das heißt, kleiner Tipp, wenn du Antibiotika nimmst oder genommen hast, bitte kümmere dich relativ zeitnah um deine Darmflora, die wird nämlich mit Sicherheit einen Seitenhieb abbekommen haben. Schmerzmittel zum Beispiel gehören auch dazu, die zerstören den Säure-Basen-Haushalt, dann die Enzyme und so weiter, Darmflora wird in Mitleidenschaft gezogen, da also auch unbedingt aufpassen. Wir haben dann noch so Kandidaten wie Alkohol, Stress und Schlaf.
Jetzt kann man sagen, ja, Stress. Stress und Schlaf, ja, ich weiß. Fakt ist aber, wenn ihr mal in einer schlimmen, stressigen Situation seid und ihr plötzlich Durchfall bekommt, heißt das nicht unbedingt, dass ihr was Schlechtes gegessen habt. Wie vorhin schon erwähnt, gibt es die Hirn- oder Darm-Hirn-Achse, Hirn-Darm-Achse. Und unser Gehirn, unser Magen-Darm kann quasi entscheiden, okay, in Notsituationen, in stressigen Situationen können wir einmal Durchfall machen. Das kann passieren bei einem sehr intensiven Training, das kann passieren, wenn wir einen Schicksalsschlag erleiden, das kann passieren, wenn unsere Arbeit zu stressig ist, wenn der Chef mal wieder extra Überstunden haben will und, und. Wenn man häufiger Durchfall bekommt in stressigen Situationen, kann das daran liegen. Also, dass unser Gehirn, unser Magen-Darm damit überfordert ist und dann komische Dinge tut. Ja, okay, wir haben jetzt gehört, dass Zucker schlecht ist, Stress ist schlecht, Medikamente sind schlecht, das ganze Blabla, was wir sonst auch immer hören. Warum du aber eigentlich hier bist, ist, wie kann ich das verändern, wie kann ich das besser machen? Und jetzt gibt es einige Punkte dazu, simple Punkte, die du anwenden kannst, um deine Verdauung zu verbessern. Punkt Nummer 1. Bevor du irgendwas in dich reinkippst, diese Wundertabletten, Pulver, Abführ, Entwässerungs, von innen sauber machen und so weiter, entschlacken, was es da nicht alles gibt und Magen-Darm-Kuren. Bevor du irgendwas davon machst, solltest du wissen, warum. Was genau stimmt dir nicht? Es macht zum Beispiel keinen Sinn, wenn du dir irgendwelche propräbiotischen Tabletten reinschmeißt, das aber gar nicht das Problem ist, weil dann wird sich's nicht ändern. Das heißt, Punkt Nummer 1, du gehst zum Arzt und lässt dich checken. Das ist meistens eine Stuhluntersuchung. Da musst du dann halt so ein Röhrchen mit nach Hause nehmen. Dann machst du dein Geschäft und nimmst einen kleinen Löffel davon raus, packst es und bringst es zum Arzt oder schickst es dorthin. Das wird ausgelesen im Labor und wird genau beschrieben, welche Arten von Bakterien du hast, welche du nicht hast, ob alles in Ordnung ist, ob sich Giftstoffe, Schwermetalle, irgendwas in deinem Stuhl aufhalten, und dementsprechend kann man handeln. Also zuerst mal eine Bestandsaufnahme machen mit dem Arzt und dahingehend dann anfangen zu arbeiten. Punkt Nummer 2, wenn ich rausgefunden habe, okay, ich habe dessen das Problem, ich habe zum Beispiel zu viele schlechte Darmbakterien, die sich zum Beispiel von Zuckern etc. ernähren, und zu wenig gute, gibt es im Prinzip ganz einfache Regeln. Erste Regel, und zwar Milchsäure. Milchsäurebakterien, die sind im Käse enthalten, in Joghurt enthalten oder in fermentierten Sachen, also in bereits gegorenen Sachen, wie dem leckeren Sauerkraut zum Beispiel. Es gibt auch noch ganz viele andere Alternativen, könnt ihr mal schauen. Milchsäurebakterien, die sorgen dafür, dass die schlechten Zuckerbakterien abnehmen und die guten, gesunden Bakterien, die uns helfen, die Nährstoffe zu spalten, zunehmen. Das heißt, wir sollten eventuell in unsere Ernährung einen Joghurt einbauen, Milchprodukte einbauen zu unseren Mahlzeiten, vielleicht mal ein bisschen Sauerkraut. Apfelessig gehört auch dazu, das unterstützt die Verdauung. Und Obst, Gemüse, das sind diese Dinge, die Ballaststoffe, die quasi die guten Bakterien füttern und die schlechten quasi aussterben lassen. Fakt ist aber, und das ist der ungemütliche Teil, man muss tatsächlich auf gewisse Lebensmittel verzichten, wie zum Beispiel Zucker oder zuckerhaltige Getränke, denn man kann es schaffen, diese bösen Bakterien auszurotten, indem man sie einfach nicht mehr füttert. Denn wenn die keine Nahrung haben, dann sterben die. Wie gerade schon erwähnt, Obst, Gemüse, ballaststoffreiche. Und jetzt kommen wir zu diesem Wort Ballaststoffe. Das hören wir mittlerweile, ich glaube, in jeder Werbung, in jedem Advertisement für Supplements, Ballaststoffe. Okay, ganz grob erklärt, es gibt zwei verschiedene. Es gibt einmal die wasserlöslichen und die wasserunlöslichen. Und die haben im Prinzip zwei verschiedene Dinge zu tun. Die unlöslichen sind nicht verdaubar. Das ist zum Beispiel in Karotten, Sellerie, Hülsenfrüchte, Nüsse, Samen, und sorgen einfach dafür, dass der Stuhl mehr Volumen bekommt. Also die quellen quasi auf. Das erhöht die Masse des Stuhls und damit den Abtransport. Jetzt kommen wir zu den löslichen. Und die sind tatsächlich vom Körper verdaubar, verwertbar oder von den Darmbakterien an sich verwertbar. Die brauchen sie nämlich, um sich zu ernähren. Wir haben gerade gesagt, die bösen Darmbakterien kann man ausrotten, indem man sie nicht füttert. Wir sollten die guten aber füttern, und das machen wir über diese Art von Ballaststoffen. Und zwar finden wir die in Leinsamen, Haferflocken, in Früchten, in Gemüse, also in ganz, ganz, ganz vielen Vollkornprodukten und so weiter und so fort.
Jetzt kommen wir aber zum wirklich wichtigen Knackpunkt. Der ist ein bisschen tricky. Ich habe meinen Magen-Darm geschrottet, meine Darmflora ist kaputt und jetzt fange ich an, wie wild Haferflocken zu essen. Und Sauerkraut und Nüsse und ganz viele andere, so Knoblauchsachen, Zwiebeln, auch sehr, sehr hohen Ballaststoffen. Und wir haben die brutalsten Blähungen. Also da geht es dann richtig ab. Warum? Naja, weil wir noch nicht genügend gute Bakterien haben, die das verarbeiten können. Im Prinzip versuchen wir, ein kleines Pflänzchen in einer Wüste zu pflanzen. Wir können zwar jeden Tag eine weitere Pflanze pflanzen, indem wir irgendwelche Tabletten nehmen oder so, aber die gehen halt kaputt, weil einfach kein Nährboden dafür da ist. Und wir müssen den Nährboden bieten. Das heißt, wir müssen langsam, Schritt für Schritt, unsere Darmflora aufbauen, bevor wir uns mit Unmengen Pulvern und 30, 40, 50 Gramm Ballaststoffen und Zwiebeln und alle möglichen zuballern. Das heißt, nochmal kurz und knapp, beim Arzt checken, was es ist, schlechte und gute Darmbakterien analysieren und aufbauen und dann können wir das Ganze, wie bereits erwähnt, durch folgende Ballaststoffe in höheren Mengen zuführen und somit festigen und verbessern. Gut zu wissen, wenn du keine Ahnung hast, wie viel 30 Gramm Ballaststoffe sind, wenn du 3 große Scheiben Vollkornbrot isst, hast du ungefähr 30 Gramm. Oder 3 dicke, gute, stabile Äpfel, da bist du auch ungefähr so bei plus minus 30 Gramm. Also es ist tatsächlich nicht so viel. Wenn du jetzt ein paar Hände voll Gemüse isst, noch einen Apfel dazu, vielleicht morgens Haferflocken, abends Chiasamen in dem Pudding, dann bist du absolut good to go. Mehr musst du nicht machen. Wenn du das auf die Kette kriegst, nicht jeden Tag Blödsinn in dich reinballerst, Zucker isst, dann bin ich mir sicher, wirst du in relativ kurzer Zeit, und mit relativ kurzer Zeit meine ich einige Wochen, es dauert tatsächlich etwas länger, Erfolge haben und dir wird es deutlich besser gehen. Ganz zum Schluss kriegst du noch 2 Master-Tipps von mir. Die sind sehr genauso einfach umzusetzen. Punkt Nummer 1. Nach jeder Mahlzeit gehst du 15 Minuten spazieren. Für unseren Körper ist es absolut Gift, zu essen und zu sitzen. Unser Magen-Darm ist quasi in der gepressten Position. Unser Darm ist ein Muskel, der muss den Nahrungsbrei von A nach B schieben. Und wenn du die ganze Zeit sitzt in einer gepressten Position, ist das einfach nicht so einfach. Das ist wie wenn du am Stuhl sitzt und eigentlich Kniebeugen machen willst. Funktioniert nicht, da ist ein Tisch im Weg. So, ne? Du verstehst, was ich meine? Also essen und eine kleine Runde spazieren gehen. Nicht anstrengend, wirklich nur von A nach B bewegen, 15 Minuten locker. Für die Raucher, die können dabei, keine Ahnung, eine Kippe rauchen, was übrigens auch scheiße ist für die Darmflora. Aber ne, so eine Verdauungsspaziergangskippe oder ein Verdauungsspaziergangs, was auch immer, funktioniert sehr, sehr gut. Master-Tipp Nummer 2, der ist wirklich gut. Resistente Stärke. Habt ihr vielleicht schon mal gehört? Im Prinzip ganz einfach. Ihr kocht euch Reis, Kartoffeln, Nudeln, lasst die stehen und auskühlen und esst die kalt. Ja, ist vielleicht nicht so lecker, aber es entsteht sogenannte resistente Stärke. Und die stärkt euer Magen-Darm-Biom, also das Mikrobiom. Mikrobiom habe ich noch nicht erklärt. Das ist die Zusammenstellung dieser Darmbakterienstämme. Also das große und ganze Universum unserer Bakterien. Alles in allem nennt man Mikrobiom. Und das wird dadurch gestärkt. Das heißt, vielleicht macht ihr euch mal einen Reissalat oder ihr esst halt mal kalte Kartoffeln. Kalte Nudeln sind jetzt ein bisschen eklig. Aber kalte Kartoffeln, die gehen klar. Ab und zu mal ein Reissalat. Dann seid ihr good to go. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Das war jetzt grob angeschnitten, wie das mit dem Magen-Darm funktioniert, mit ein paar kleinen Tipps. Mich würde es freuen, wenn ihr einen Daumen da lasst. Wenn ihr Fragen zur Verdauung habt. Ich weiß, das ist ein Riesenthema. Ich bin in ganz großem Kontakt mit verschiedenen Ärzten. Schau mir die Studien an. Da kommt jeden Tag was Neues raus. Leider in den USA sehr viel weiter als in Deutschland. Also wie gesagt, wenn ihr Informationen haben wollt, gerne bei mir melden. Wenn ihr eure Verdauung verbessern wollt und jemanden braucht, der euch da in die Hand nimmt und hilft, bitte auch gerne melden. Ich mache das alles in meinem Coaching. Wir haben in unserer Coaching-App einen ganzen Sektor, wo es um Verdauung geht. Also es ist einfach ein unheimlich wichtiges Thema. Falls ihr euch damit noch nicht auseinandergesetzt habt, euer Coach oder euer Arzt sich nicht damit auseinandergesetzt hat, dann solltet ihr vielleicht Coach, Arzt und Umfeld ändern, denn ich glaube, wir nähern uns mit sehr großen Schritten dem Thema Magen-Darm hier in Deutschland und
es ist einfach sau wichtig. Also wie gesagt, euch stehen alle Türen offen. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Das war es jetzt von mir und wir sehen uns beim nächsten Video. Da zeige ich euch, wie ich das Ganze bei mir umsetze. Denn im Prinzip bin ich jetzt aus meiner Diät raus. Ich habe mich von 5 oder 6 Lebensmitteln ernährt. Das war weißer Fisch, Eiklar, Spargel, Okra und Reis. Also ja, es waren tatsächlich 5. Jetzt muss ich auch wieder schauen, dass ich meine Darmflora aufbaue. Die hat nämlich natürlich die letzten Wochen gelitten. Mein Körper ist jetzt gewöhnt, Spargel zu verdauen und weißen Fisch. Aber wenn ich jetzt eine Pizza essen würde, da wird mir einiges um die Ohren fliegen. Also ich habe jetzt auch die letzten Tage nach dem Wettkampf natürlich ein bisschen genossen. Ich habe ganz viel gegessen, was mein Körper nicht kannte. Ich hatte ganz schlimme Blähungen, die haben auch ganz schlimm gestunken. Und an der Stelle ein ganz großes Sorry an meine Frau, die musste das jeden Tag ertragen. Ich hatte ganz, ganz schlimm Sodbrennen, also wirklich schlimm, dass ich nachts aufgewacht bin. Ich musste Riopan Magengel nehmen. Die 3 Tage habe ich mir richtig besorgt, da habe ich mir gegönnt, die Darmflora richtig kaputt gemacht, ordentlich Zucker rein, vorher nicht richtig verdaut und so weiter. Aber jetzt ist es an der Zeit, meinen Magen-Darm wieder auf die Kette zu bekommen, denn am Ende des Tages soll das Ganze ja auch langfristig funktionieren. So, lange Rede, kurzer Sinn. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wir sehen uns. Bis dann. Euer Mike.